Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Mega Drake Kingdom. Ja, Minecraft, wir haben zwei Diamanten gefunden und ja, noch andere Golderz und so weiter. Und heute Morgen habe ich noch ein kleines Häuschen, eine Villa da drüben gebaut. Es ist nicht klein, aber es hat zu wenig Platz auf dem Ding gehabt. Ich kann jetzt, bin noch im Game Mode, kann noch ein bisschen fliegen. Und sonst gibt es leider keine Berge mehr Platz, also nur kurz, um das zu zeigen. So, weil ich mich ja manchmal Video vorbereiten muss, also zum Beispiel auch das Headset richtig machen muss und so, bin ich ja manchmal noch im Kreativmodus, bis ich beginne. Und jetzt habe ich auch ein bisschen Fashion, ja. Aber, ja, jetzt zeige ich euch noch heute zum Spawn. Da haben wir zwei. Also ein Gebäude ist fertig und ein anderes ist ein Baubeginn. Zum einen die Halle zum die Airfare Sachen vorzustellen, also wie man Krieg machen kann und wer angegriffen werden darf, also dass die Passanten, die Zivilisten nicht angegriffen werden. Ihr müsst halt dann einfach, also wenn ihr auf dem Server seid und hier in der Kingdom Welt spielt, am besten die Rüstung oder gar nicht das Schwert ziehen. Dann habt ihr nämlich, ja, seht ihr auch so aus, als dürftet ihr nicht angegriffen werden, wenn ihr denn wirklich nicht angegriffen werden wollt. Und, ja, mal schauen. Dann gibt es immer wieder so Plätze, Schlachtfelder, wo man halt auch Sachen zerstören kann immer wieder. Und wo dann auch die Schlachten stattfinden drauf. Dass die nicht bei den NPC, also bei den Spielerhäusern ist. Und ja. Dass es andere auch nicht stört, die nicht mitmachen wollen. Oder ja, zum Beispiel auch Tribünenplätze könnte man machen. Also so richtig wie in einem Tabletop-Spiel Spiel oder so. Ein Publikum sozusagen, die zuschauen. Das wäre richtig geil, könnten wir machen, machen wir auch. Und wir haben immer nachts. Wieso ist es in einer solchen Welt immer Nacht, wenn man reingeht? Ah. Ja, schön macht ihr die Farmwelt. Ihr könnt so viel Gutes machen für die Farmwelt, wenn ihr Creeper explodieren lässt. Ah, schön. So, wir gehen nach Norden. Wir müssen irgendwo eine Wüste finden oder so zum Abbauen. Und zum Ding. Aber, naja, wir müssen hier vielleicht mal Richtung Fluss. Ja, hier hat es ein bisschen. Aber leider auch sehr viele Ding. Skelett, also ja, Skelette einfach. Dann haben wir mal ein bisschen Sand. Mit dem können wir dann die Scheiben machen für das Haus. Und für das erste Stockwerk dann. Das könnte man nach Sand noch machen. Nicht viel. Dann die Tränke, ja. Die Ampullen. Ja, hier hinten hat es viel Sand. Da müssen wir irgendwo hinkommen. Haben wir eine Markierung? Nö. So. Habe ich einfach ein Portal genannt, damit ich genau weiß, wo wir dann wieder zurück können im Part. Okay. Die Welt wird nicht richtig generiert. Dort hinten hat es einfach eine das Ende der Welt ist dort. Oh. Das Ende der Welten. So. Okay, hier sieht es schön aus.
Jetzt müssen wir eigentlich nur noch eine Höhle finden. Zum mehr Diamanten noch holen. Wir brauchen einen Diamanten mindestens. Oh, das ist so geil, dass, wenn das in der Freebuild-Welt wäre, würde ich hier einen Strand bauen. So einen richtig chilligen Strand. Das wäre so richtig geil. Da ist nämlich noch nicht viel gebaut worden, weil alle natürlich in die Kingdom-Welt bauen wollen. Das ist ganz klar. Dafür gibt es ja auch diesen Server. Und aber eben in der Freebuild-Welt dürft ihr eigentlich alles, egal ob außerirdisch oder mega modern oder sonst irgendwas, da dürft ihr eigentlich alle Baustile bauen. Da kann ein Steinzeithaus, eine Steinzeithütte oder so, neben einem Forschungslabor sein, das ist uns egal dort, weil es ja Freebuild ist, sonst wäre es ja nicht Freebuild. Dann könnt ihr nicht frei bauen. Und ja, also eben zur Info, wir haben auch eine Freebuild-Welt. Stellt euch das mal vor. Und wir haben vielleicht auch noch andere Welten, wenn das gewünscht wird. Oh. Hölle. Nein. Da, Hölle. Hölle, 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 Hölle. Hölle, Hölle. Höllenhöhle. Ja, die Höllenhöhle haben wir hier. Die nicht nach unten geht. Ich mag den Wolkenrator seit 1.2, glaube ich, war der letzte richtig große Wechsel. Da sind ja eigentlich nur noch Biome hinzugekommen in den späten Versionen. Ja. Sollten sie wieder besser machen. Aber was kündigen sie dann? Was haben sie jetzt eigentlich angekündigt? Verschiedene farbige Leuchtfeuer oder so sind. So an einen Command-Block sind es, genau. Das sind Command-Blocks. Aber völlig unsinnig. Wieso entwickeln sie eigentlich nicht mehr anständig? Das ist genauso wie NGD Studios von Champions of Regnum. Die entwickeln auch nichts mehr Anständiges. Muss man jetzt wirklich unanständig entwickeln, damit man Geld verdient? Oder was? Ich glaube, die verdienen eher weniger Geld dadurch. Aber denen ist es scheinbar egal. Naja. Ich bin einfach ein Stuntman. Ein richtig guter Stuntman. So, jetzt renne ich halt wieder runter. Ah, nur eine Schlucht da ist. Tja, brauchen wir bald noch eine neue Spitzhacke, Mist. Immer diese blöden Eisenspitzhacke, die halten einfach nichts aus. Das ist Wahnsinn. Das ist so kacke. Ah. So. Noch kurz was essen. Und dann gleich noch Fackeln machen. So, machen wir gleich mal 60, 63, sehr gut. Haben wir 63 mit 60 plus 3, hohoho, ich kann rechnen. Yeah. So, dann haben wir das durchbudelt. 18, 17, 16, 15. Können wir noch ein bisschen Kohle abbauen für Level und für noch mehr Kohle, weil wir jetzt aufgebraucht haben ein bisschen. So. Und ich habe ein paar Panen jetzt gesagt, dass man in dieser Welt eigentlich richtig so ein Rollenspiel macht. Und ja, dass ich dann auch manchmal mitmache natürlich. Und im Let's Play sowieso. Und dann wird das eine richtige, so wie ein Rollenspiel in einem Server von Minecraft, sozusagen. Ein kostenloses Rollenspiel mit einfach einem Portal, wo man dann die Welt eintauchen kann und so weiter.
weil es sollte so rollenspielartig wie möglich sein, weil ein Krieg machen gegen ein anderes Königreich ohne Rollenspiel wäre ja eigentlich auch ein bisschen unsinnig. Für was muss man denn die Königreiche, ja okay, zum Meer bauen müssen, erobern, aber eben, da kann man wirklich machen, ja, Rollenspiel irgendwie könnte man machen, dass man mal ein böses Reich danach macht, das richtig alle angreift und erobern will. Und dann dürfen dort auch Leute sein, zum Beispiel am besten Let's Player. Wir könnten einen Clan machen, wo nur aus Let's Player besteht. So ein richtiger Clan, also so ein. Sonst ein Königreich, eher so ein Clanreich halt. Und dann könnte man ein gutes König, also ein gutes Clan, LP-Clan Reich machen. Und dann könnte man Krieg. Ja, da gibt es böse Dinge und es gibt gute. Und irgendwie möchte ich in die zu den Bösen. Weil ich ja bei den Roten schon gutmütig bin. Da könnte man das so machen, dass Let's Player, die wirklich auch die Videos aufnehmen, am besten ja, mindestens zweimal pro Woche bringen, dass die. Oh, geil. Ich liebe Stollen. Da könnte man wirklich machen, dass die dann eben, damit sie einfach genügend auch online sind und die Schlachten zeigen können und so. Weil es bringt nicht, wenn ein Let's Player dann nur alle Monate ein Video bringt und dann plötzlich in den Schlachten nur mitmachen will oder so. Und da können wir dann wirklich irgendwie machen, dass von allen irgendwie gleichzeitig dann hochgeladen wird, wenn eine Schlacht ist, oder? Und wenn nicht eine Schlacht ist, dann dürfen die Let's Player eigentlich ja, hochladen, wenn sie wollen, natürlich. Ach, ich hasse das. Ich hasse so viele Spinnennetze und die sind so hell, oh, so grell. So, jetzt muss ich da mal ein bisschen löschen. Ja, toll. Hallo? Komm nicht dort hin. Ja, machen wir das so. Hallo, Spinnetz. Voll blöd. Und Dankeschön, dass jetzt auch mehrere Let's Play gekommen sind. Also, es sind ungefähr drei gewesen, die sich bei mir gemeldet haben. Diese scheiß Zombies sind da so laut. Wieso ist es allgemein wieder so laut? Ich habe doch nichts gemacht. Ja, einfach nur feindliche Kreaturen runter. So. Also, das. Dann das. So, Spitzhacken gleich mal drei machen. Und Werkbank mitnehmen. Ah, ein Creeper mit. Ah, mehrere Creeper. Ragdoll. Krass. Also, wo seid ihr Zombies? Ach Mann, ich muss essen. Na, Dorfbewohner, was machst du hier unten? Lasst mich jetzt mal essen, bitte, gell? Blöde Zombies, hey. Gata, Gata. Nervensägen. So, ich möchte gerne. Aua. Wenn man sagt, dann hat man eine Kiste. Wenn man davon redet. So, du blöder Krieger, du musst mir auch noch aus dem Weg. Gut, den habe ich gekillt. Ich will alle Krieger killen. Nicht, dass sie in die Luft sprengen. Das nicht. Also, dann nehmen wir mal raus. Sattel. Gut, das ist mal gut.
Müssen wir ein Reittier dann suchen. Am besten einen Gaul, ein Maultier. So, machen wir rotes Fleisch, Pfeil. So. Ja, komm, Tier. Ja, Tier nehmen wir mit. Okay. Minecart brauchen wir nicht, Kiste brauchen wir nicht. Aber eigentlich will ich jetzt weit runter, aber. Da. Da geht's runter. Okay, ist doch Sackgasse. Da geht's runter. Ja. Nochmal eine Kiste. Yay. So, mal gucken, was wir drin haben. Ah, den Diamanten. Wir haben den Diamanten des Glückes gefunden. So, gehen wir noch hier rein. Ja, leider ist nichts hier mehr. Ja, folgen wir dem Zombie. Der müsste hier oben sein. Hier ist auch ein Spinnenspawner vielleicht. Noch weiter. Ah, da. Direkt über dem Spawner. Ah. Falls ihr auch mal geplant habt, zu Let's Playen anzufangen und so, es ist relativ leicht, das zu machen. Und am Anfang ist es ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn man aufnimmt und dann bearbeitet und so hochleitet, weil es ja sozusagen verzögert und so, ist es ein bisschen merkwürdig. So zum Denken, ja, man hätte es gerne schon auf YouTube und so. Aber nach einiger Zeit hat man sich eigentlich sehr gut dran gewöhnt und es ist wirklich nicht anstrengend zu Let's Playen. Es ist eher anstrengend, die ganze Zeit zu reden, ganze Zeit ja, Termine irgendwie einhalten. Wann und wo und wie aufnehmen. Ja, und es ist etwas so cool und man kann Geld verdienen, so viel. Boah, kann man nicht mal zählen. Aber man muss erfolgreich werden, man muss auch gut sein und man muss vor allem die Interesse wecken. Es bringt nichts, wenn man ja, nur bekannt wird durch Werbung zum Beispiel. Es werden viele YouTuber, die ganz gut sind, also ganz viele Abonnenten haben, eigentlich nur noch gehatet. Die, zum Beispiel, PewDiePie hat zum Beispiel die Kommentare ganz ausgeschaltet, weil er nur noch gehatet wurde, weil er zu viele Werbung macht. Alles Mögliche. Es mögen halt viele Leute nicht, dass man als Let's Player oder so, also ja, einen freien Ding immer Werbung einschalten muss und alles Mögliche. Ich habe zum Beispiel seit 4 Jahren Werbung aus. Also seitdem ich es entdeckt habe. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Okay. Und ich mache natürlich auch immer etwas, was in der Interesse der Leute ist. Zwar bekomme ich halt nicht sehr viele Wünsche und so, Vorschläge. Aber ich sehe es irgendwie an den Leuten, was ihnen gefällt und was nicht. Auch durch die Aufrufe, wie schnell Aufrufe, wie schnell ich Likes bekomme und so weiter. Und ja, das hilft mir schon einmal viel weiter. Auch wenn jetzt zum Beispiel meine Sprachqualität nicht ganz so gut ist, habe ich eben Let's Play-Züge. Ein Let's Play muss nicht aus guter Stimme, gutes Deutsch, also ohne Dialekt und so, bestehen. Dann finde ich auch Leute, die meinen, ja,
Nur weil ich Deutsch, also Schweizerdeutsch, ja, ein Schweizerdeutscher Dialekt habe, ich sehe eigentlich schlecht und so, finde ich einfach nur, ja, wie soll man sagen, schlecht hat. Die Leute sind, die denken einfach falsch. Sie würden, ja, gut denken, aber dann müssen sie es nicht in Let's Playern irgendwie blöd sagen. Ja, dann guckt mich nicht. Wenn ich für euch nicht deutsch genug bin, dann guckt mich nicht. Es gibt ja genug Ausländer, deutsche Let's Player in Deutschland. Da können wir noch hin. Und die haben das Problem wahrscheinlich nicht so, aber könnten auch das Problem natürlich haben. Und deshalb finde ich es eigentlich auch nicht so nett von den Leuten, die meinen, ja, sie müssen jetzt ihren stinkigen Kommentar abgeben. Weil wir machen alles freiwillig. Okay, manche machen es nicht freiwillig, weil sie Geld verdienen müssen, wollen unbedingt. Aber so freier Let's Play wie ich bin und ja, ich kenne ganz viele YouTuber, die richtig hobbymäßig Let's Playen und auch für die Fans Let's Playen. Denen ist es halt auch ein bisschen ein Kreuz im Auge, wenn so ein Blöder kommt und meint, er müsse irgendwie stinkige Kommentare denken. Also das, da habe ich gelernt, solche Leute sollte man einfach nur kurz bannen, fertig. Dann merken sie es, oh, sie dürfen nicht mehr schreiben, sie können keine blöden Kommentare mehr abgeben und alles ist gut. So, jetzt können wir wieder runter, wenn wir das Gold eingesammelt haben. Ach Mist. Ich brauche kein Koppel, ich brauche Nietkoppel. Koppel ist völlig der nutzloseste Ding. Rohstoff für einen Ofen, ja. Aber sonst braucht man ja nie. So, jetzt gehen wir runter. Ah, da haben wir ein Meer. Das ist gut, dass man oben sieht, was oben los ist. Können auch Underground-Modus anmachen, aber man sieht leider nicht. Was so? Okay. Okay, ich habe Diamanten gefunden. Darf ich es preisgeben? Ich bin gerade ein bisschen überrascht gewesen, wie sie so das Blau geflimmert hat. So, mal kurz noch besser schauen. Weil Diamanten könnten auch hinten dran noch spawnen. Schräg voran. So. Mal Lapis Lazuli nicht. Ja, okay, mitnehmen. Aber wegen dem Platzproblem. Ja, wir hätten sowieso immer genug Lapis haben. Muss ich eigentlich, wenn ich Platzprobleme habe, nicht zwei Stacks mitnehmen oder so. So. Mal gucken. Gestern waren gerade ganz viele immer on. Also mindestens immer 8 waren online. Heute, ja, gerade in der frühen Zeit, also morgens, ja, 9 Uhr, 9 Uhr ungefähr, 10 Uhr, sind halt, okay, ich will nicht nur, ich schaue immer weg. Immer wenn ich Diamanten sehe, schaue ich weg, okay. Ah. Ja, wenn halt morgens, ja, haben sicher auch Schule oder Arbeit. Niemand da ist, bin ich eigentlich böse. Aber nur einen Diamanten. So eine Frechheit, also bitte, das ist die größte Frechheit. Hallo? Da hat jemand seinen heißen Pool hingetan. Seine warme Quelle. Blöder Grieber wieder. Kommst du? Kommst du? Kommst du? Kommst du? Ja. Komm, explodier. Nein, explodier. Explodier. Gut. Jetzt kann man hier eine Workbench hin tun. Machen wir auch das beste Eisenschwert, das wir je gemacht haben.
Boom. Jetzt müsste man das umbenennen in OP-Eisenschwert. Voll mega OP. Hallo. Da ist nix. So, bin gerade ein bisschen nachdenklich, bin ein wenig am Reden gerade. Tut mir leid. Weg da, weg da. Ich wollte irgendwas sagen. Darum bin ich am Nachdenken, aber ich weiß nicht mehr was. Ah ja, wegen dem Projekt, das ich noch schon mal angekündigt habe und immer noch nicht bringe. Das ist keinem mehr als sehr lustig. Also ich werde sehr viel Scheiße machen in diesem Let's Play. Das hat einfach Probleme, da ein paar Mods recht kacke, buggy sind und so. Aber kommt irgendwann bald. Und ich merke einfach, ich habe eigentlich viel zu viel Zeit am Tag noch, wo ich nicht hochlade und so weiter, dass ich eben dieses Projekt dann noch dazu bringe und auch Minecraft öfters bringe. Und es kann sein, dass jetzt heute Abend schon der erste Zweitpart pro Tag kommt. Aber ja, mal schauen. Und eben Skyrim kommt dann, wenn alles eigentlich gut läuft, so gut wie möglich. Skyrim ist ein richtig gutes Spiel. Skyrim kann man spielen, wie man will, und kann auch zeigen, wie man will oder wie die YouTuber wollen. Und für die, die sich wirklich an der Kingdom-Welt eigentlich erfreut haben, also die richtig motiviert sind, auch das Let's Play zu schauen, hier ist Skyrim eigentlich das perfekte Spiel, um ein bisschen Innovation zu ja, bekommen. Wie könnte man so eine Kingdom-Welt denn noch bauen oder so? Und ich werde es auch natürlich gebrauchen, aber ich werde natürlich auch nicht kopieren. Ich will auch meine eigenen Dinge bauen. Einfach als Inspirationsquelle. Und ja, wieso nicht ein Königreich, das wie Skyrim so ein bisschen nordisch ist oder so? Also wenn jemand ein Königreich auf dem Server bauen will, der darf das natürlich sehr gerne. So. Also dann mache ich hier Waypoint. Oh, wow, wow, wow. Okay, gutes Ende. Ich mache hier ein Waypoint. Muss leider arbeiten in der Kingdom Welt. Aber hier hin helfe. Ja, hier hin helfe. So. Dann weiß ich, ich muss wieder hier hin. Dann machen wir das nächste Mal weiter. Und die Items tue ich jetzt vorläufig weglegen. In die Truhe zu Hause. Und wir sehen uns. Ja, genau deswegen habe ich Game Mode gemacht. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn ihr zuschauen, also weiterschauen wollt. Oder vielleicht mal in einem anderen Video, wenn ihr mich wiedersehen wollt. Oder wenn ihr mich nicht sehen wollt. Oder einfach keine Zeit habt. Dann sehen wir uns halt nicht mehr. Aber ja, Dankeschön. Macht richtig Spaß, das zu Let's Playen. Ist zwar eben, weil ich halt OP bin und so, nicht ganz so cheat-free und so. Aber ja, ich will es ja eigentlich auch so zeigen, wie ich auf dem Server spiele, oder? Und da gehört einfach das OP dazu. Ich kann mich nicht de-openen und dann ganz auch lernen, wenn ich nebenbei noch am Baum bin.
Also, ja. Tut mir leid, dass ich manchmal eben so zum Beispiel teleportiere mit der Map oder so. Und, ja, eben so wenig wie möglich ins Spielgeschehen reinmachen. Also, wenn ich eben ein paar Level mehr habe durch ein paar Gegner, die ich töten musste, wegen irgendjemandem, der die Zombies stört oder so, dann tut mir das leid. Aber es ist ja nicht so wichtig, wie viel Level wir haben, weil die Verzauberungen eigentlich, ja, immer wieder zurück, also man verliert ja die Levels eigentlich immer wieder und dadurch hat man eigentlich nie so viel gesammelt. Ja, das ist wirklich schlimm wäre. So, das können wir noch reintun. Oh, der Heinrich kommt. Das können wir reintun. Die anderen machen wir hier rein. So, und ich sage Tschüss. Bis nächsten Part vielleicht. Auf Wiedersehen.